Für die Dreharbeiten zu Neue Fahr Süd verwandelte sich der Seewald zurück in die 80er Jahre. Damals lebte nämlich Protagonist Frank Lehmann in einer Chaoten-WG am Bremer Eck. Sonntag war der erste Drehtag in Bremen für die Verfilmung von Sven Regeners Roman. Regisseurin Hermine Hundgeburt erzählt von den Dreharbeiten. Hier im Seewald hat sich ja einiges verändert heute. Wie Ja. lange hat das gedauert, den Seewald in die 80er Jahre zu verwandeln? Also das hat natürlich lange Vorbereitung gedauert und Planung. Und dann musste man natürlich versuchen, die Geschäfte auf unsere Seite zu bringen. Aber was wirklich ganz toll war in Bremen, dass die Bevölkerung total mitgemacht hat und dass wir eigentlich nur positive Zuspruch bekommen haben. Also, aber das Direkte, ich glaube, Zeit hatten die jetzt einen Tag. Also sie sind gestern angefangen, die Geschäfte auf die 80er Jahre umzudekorieren. Also einen Tag. Viele Bremer haben sich hier auch als Statisten beworben. Haben Sie mit denen schon gedreht? Ja, wir haben heute Morgen ganz viele Außenaufnahmen gemacht und da hatten wir 90 Statisten und ja, das hat Spaß gemacht. Also ist gut gelaufen? Ja, ist super gelaufen. Und wie lange bleiben Sie hier insgesamt in Bremen? Also wie lange? Wir sind 12 Drehtage haben wir jetzt in Bremen, glaube ich. Also wir sind gestern, nee, heute ist unser erster Drehtag und dann drehen wir auch in der Neuen Fahr und überall. Also vor allen Dingen die Außenbilder machen wir alle in Bremen. Und warum wird Neue Fahr Süd kein Kinofilm? Da müssen Sie die Produzenten fragen.